Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom LS17 auf der Polen-Map. Mit dabei ist der Jens von DeppenTV. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr schaut. Das stimmt. Steffen kriegt den Namen immer noch nicht raus. Mazurik oder so, irgendwie Mazurik, Mazuk, irgendwie so. Ja, von Waminsko daher. Mazurski. Ja, ganz einfach. Und alle 2 Folgen hört das dann auch richtig. Genau, reicht ja dann auch. So. Ja, bis 19 Uhr So. wollte ich fertig werden. Ich glaube, das wird nix hier. Bis 19. Ah ne, 3 Minuten schaffst du nicht. Werde ich trotzdem nochmal drüber fahren. Ah, das M ist an, deswegen. Ja, das rote Lenkrad. Ja, und ihr hattet in die Kommentare geschrieben. Beziehungsweise war es die Gamerin, ich weiß gerade nicht, wie er spricht, Roy Gamerin, glaube ich, oder ne, Clench Gamerin, dass ich bitte in den Titel reinschreiben soll, was ich mache. Das werde ich natürlich in Zukunft abändern, wobei es sich wohl immer auf das Gleiche hinauszögert, weil ich ja nur eine Schafsfarm habe. Aber wir werden es mal nachholen und ich hoffe, ihr schaut trotzdem die Videos, auch wenn es dann langweilig steht. Das denke ich mal doch, dass deine Zuschauer dann mal gucken werden. Ja, und So, ich gehe mal. was ich auf Okay. jeden Fall jetzt neu begonnen habe, hat der Jens auch schon gesehen bei mir, ist Fallout 4, auch wenn ich da total hinterher renne. Es war jetzt im Angebot bei Games Planet und das Spiel macht einfach Spaß bis jetzt. Das Spiel ist einfach genial. Ich habe da nicht umsonst 1000 Stunden verbracht, fast. Echt, Also hast du von schon, daher. okay. Von daher, wenn da mehr, oh, hast du es auch Folgen drin oder hast du es jetzt nur privat gespielt? Ich habe es privat gespielt mit fast allen DLCs Okay. und ich habe da fast 1000 Stunden, glaube ich, voll. Mal. Nee, ich habe ohne die jetzt nichts. Wie gesagt, für 7,99 fand ich, war es es jetzt mal wert, ein Ja, schönes Let's Play klar. zu machen. Gar keine Frage. Ja. Und von daher. Auf jeden Fall. Und morgen früh bin ich auf der Gamescom. Also wenn ihr auch da seid, lasst einen Check Hands da. Wenn wir uns sehen. Ja, ich kann leider nicht. Ja. Ich bin mal gespannt. Habe ein paar Visitenkarten gemacht, weil ich auch ein paar Ständen bin, wo ein paar Entwickler sind und so. Vielleicht ergibt sich schon das ein oder andere Gespräch. Mal schauen. Aber ich gehe da jetzt erstmal mit keinen Riesenerwartungen. Also meine Erwartung ist erstmal selbst ein bisschen überzeugt werden. Vielleicht für euch ein paar Informationen, gerade bezüglich LS19. Da ist ja jetzt auch ein neuer Trailer rausgekommen mit Reiten und so. Es ist schon ganz cool geworden. Ja, das Reiten ist, das hat mit der Zucht zu tun, ne? Ja, man kann So auch wie ich reiten, das jetzt genau. gelesen habe. Ja. Da kannst du die züchten. Also vermehren tun die sich nicht. Du kannst sie wohl kaufen, aufpäppeln, also pflegen, machen, tun. Und dann kannst du die auch irgendwie, musst du die auch zureiten, glaube ich, oder irgendwie, so habe ich das Ach verstanden. so. Und dann bringen die Also Geld. dressieren. Ja, du kannst sie auf jeden Fall nicht züchten, sowas, Okay. genau. Ja, und bezüglich Reitens habe ich auch noch ein Spiel, was ich gerne mir anschauen möchte. Das ist zwar bis jetzt noch ein Konsolenspiel, das ist Red Dead Revolution 2. Das soll wohl auch richtig genial sein. Open World mit Reiten, das ist so wie GTA, ist auch von Rockstar. Nur halt im Wilden Westen und da sind halt die Pferde dementsprechend so das ja, das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Und es ist auf jeden Fall cool. Über 400, 500 Tierarten. Wo, wenn du durch den Wald rennst oder Laute gibst, dann fliegen die auf einmal alle los und so. Grafisch Das ist auf schon jeden Fall heavy. cool. So viele Tierarten. Na, da bin ich mal echt gespannt, wie das wird. Also es sah interessant aus von der Grafik schon allein. Wobei mich sonst der Wilde Westen so nicht interessiert, aber ist mal eine ganz andere Story mäßig. Mal schauen. Und die Anno 1800. Ich hoffe, da werden wir ein bisschen was sehen schon. Ja. Das letzte Anno, was ich gespielt habe, das war glaube ich 1405 oder 1406 oder wie das Ah, hieß. ja, okay, dann hast du wahrscheinlich die ganzen zukünftigen weggelassen. Hast da auch Ja, nicht ja. wirklich was verpasst. War Es ist ja interessant, vom bis Sch zum bestimmten Punkt. Ich denke mal, es ist vom Spielprinzip her dasselbe, ne? Ja, jetzt wird es wieder was Neues geben, weil du hast dann Zoos und musst dann aus der Ferne noch die Tiere dazu holen und Attraktivität. Mittlerweile ist es dann so, dass es auch Schönbau jetzt eine Rolle spielt. Früher war es so, dass du zweckmäßig schön quadratisch gebaut hast. Und jetzt soll wohl auch die Schönbau eine Rolle spielen. Bin mal gespannt.
Dann kommt jetzt Ende diesen Monats Gump. Das ist wohl so ein bisschen was wie, ja, wie Arma. Da ist ganz interessant, so ein Survival-Spiel. Na, ob die aber an Arma rankommen, ich weiß nicht. Ja, Arma ist jetzt auch mittlerweile schon älter. Das Gump ist halt zum Beispiel, wenn du was isst und wirst zu dick, also dich zu ungesund ernährst, dann bewegst du dich auch langsamer und sowas. Alles ist sonst cool gemacht. Mal gespannt. Und Multiplayer, das ist halt auch wichtig, weil Survival-Spiele kommen ja viele auf den Markt, aber Multiplayer nicht so viele. Zumindest die dann interessant bleiben. Die müssen ja irgendein Alleinstellungsmerkmal haben, sonst hast du ganz viele Spiele und jeder spielt was anderes, ne? Das stimmt allerdings. Ja, und Clash Gamerin, heute wird im Titel gestanden haben, für dich die Vergangenheit, weil du guckst ihn ja schon, Grasmähen. Ah, 19 Uhr war es doch nicht, dann war es 21 Uhr. Cool, dann schaffe ich das mit dem Grasmähen noch. Ich kann ja nicht schon wieder reinschreiben am Flügen. Ja. Das wird langweilig. Ja, das stimmt. Aber ich muss gucken, dass mein Drescher gleich aufs andere Feld kommt, ey. Ich brauche Stroh. Ja, ja, und dann kann ich pressen dann. Genau. Deswegen versuche ich ja auch immer mit den Thumbnails schon zu zeigen, was mache ich letztendlich. Ne? Und beim letzten Mal war halt der Rasenmäher auf dem Thumbnail drauf, auf dem Bild. Und mit den Windmühlen hat man zumindest eine schöne Kulisse. Das ist wahr. Aber wir haben gesagt, es soll Kritik geäußert werden. Das hat es getan. Das finde ich auch fair und muss man auch berücksichtigen, finde ich. Das stimmt. Genauso wie unter deinem Fallout 4 Video heute. Ja, sehr schön. Ja, da war die Stimme ein bisschen leise, so hieß es. Habe ich direkt das Mikrofon jetzt hier auch ein bisschen lauter gestellt. Und von daher. Da hatte die Person ausnahmsweise recht. Ja ist ja richtig. Ja. Soll ja auch. Es hat bis jetzt noch nie jemand was Unwahres drunter geschrieben. Von daher. Ja. Die Frage ist halt nur, ob es für alle dann allgemein gilt oder ob es dann nur für denjenigen ist. Aber erstmal, wenn es jemanden interessiert oder beziehungsweise jemanden stört, dann sollte man es berücksichtigen. Na, Fallout 4 war ja die erste Folge heute sehr videolastig. Das kommt natürlich jetzt, wird weniger jetzt. Im zweiten Teil, der morgen früh oder morgen Mittag um 12 kommt. Beziehungsweise eigentlich kam, weil wir ja um 14 Uhr kommen. Von daher ist vor 2 Stunden das neue Fallout-Video erschienen, Teil 2. Also ganz frisch bin ich da rein. Da wird. Wahrscheinlich weiß der Jens schon gar nicht mehr, wie man aus dem Bunker rauskommt, wie das so war. Weil er schon so viele Zeit geschieht hat. Aber es ist schade, dass es kein Multiplayer ist, ne? Ja, das soll ja Fallout 76 Multiplayer technisch, aber ganz ehrlich, Fallout im Multiplayer, ich weiß nicht, ob das der Hit wird. Okay. Fallout 76, da habe ich das doch. Ich habe ja vor uns das Video hochgeladen, die Videos hochgeladen und dann stand da zur Auswahl, wo Fallout 76, da hat sich wo einer vertippt, dachte ich. Okay. Fallout 76 kommt dieses Jahr noch raus. Na, ich war auf Multiplayer. 15 und 16 auf der Gamescom. Ich weiß das immer, weil ich von Wargames immer die T-Shirts mitnehme. Morgen werde ich das von 15 anziehen, von 16 anziehen. Und da war Fallout 4 rausgekommen. Da dachte ich, naja, was für ein Hype für so ein Ding. Da habe ich das wirklich abgetan. Wobei es volles Geld, weiß ich nicht, ob ich es bezahlt hätte für Anfang. Aber jetzt, also, wenn man so sieht. Hat sich gelohnt. Spielst du auf PC oder spielst du auf Konsole? Ich spiele auf PC. Welche Taste kann man denn die Gegenstände zerlegen? Das habe ich nicht gefunden. V war ja bauen überall, ne? Ich überlege gerade. Das ist schon so lange her, wo ich jetzt da gespielt habe. Ah, okay, sonst gucke ich dann in dem Ding. Das kann aber auch sein, dass das Maustaste? Ich glaube, über die Maustaste kannst du auch machen, über die rechte meine ich. Guck ich mal. Aber er zeigt es eigentlich auch an im Dialog. Ja, vielleicht darf, kann ich es nicht. Nee, warte mal, Taste R. Normalerweise ist das. Ah, okay. Muss ich mal testen. Weil damit ich dann auch ein Material bekomme. Falsch. Hä? Meint ihr Flug? Heute habe ich mit dem Flug. Nein, falsch rum. Ja, ich drehe den auf für Erde erst rein. Gerne gemerkt jetzt. Und Scheiß. Ah, Flüge sind Flüche. Ja, viele mögen es nicht im LS, ne?
Ja, nicht diese zum Drehen. Ja, aber die anderen sind ja auch nicht viel besser. Na doch, die packst du nur dahin und fertig. Diese Dreiecke, die wir drin haben jetzt und so. Ja gut, diese Dreiecke, die nutze ich ja sonst nicht. Hm. Die gehen ja dann auch. Deswegen habe ich sie ja drin, weil mit denen kann ich sogar fliegen. Also das Blöde ist, dass sie nicht zusammenzuklappen gehen, wenn du auf der Straße fährst. Aber heute hörst du dich wesentlich besser an. Ja, wo? Ja. Beruhigt mich auf jeden Fall. Na, heute geht's auch mit der Pine so ein bisschen. Ich habe zwar immer noch diesen Druck, wenn ich esse oder was trinke. Beim Trinken im Moment geht's, aber beim Essen, da merke ich diesen Druck auf diesen einen Zahn und oh, das ist fürchterlich. Glaube ich, ja. Ja, das ist, weil der Zahn halsfrei liegt, weil die da alles fettig gemacht haben und das ist echt schrecklich. Die haben heute versiegelt den Zahn, dass da nichts weiter mehr von wegen warm, kalt. Aber es dauert halt, ne, bis die Versiegelung richtig hält und alles. Na, das glaube ich. Ja, was man nicht alles macht für einen neuen Arbeitgeber. Die schreiben das vor. Bist du auf Zeit oder jetzt BS? Das wäre erstmal auf Zeit. Okay. Aber hast die Option auf BS, oder? Ja, die hat eigentlich jeder. Du musst halt nur was dafür tun, ne? Ja. Ja, ich meine jetzt wegen dem Alter, weil es ist ja kein normaler Einstieg jetzt, ne? Nee, ich gehe als Quereinsteiger bzw. als Wiedereinsteiger. Ja, die haben ja tierisch Probleme. Also ich tipp's auch sogar, dass es. Ich glaube in 10, 20 Jahren gibt's die Wehrpflicht wieder. Ja, ich glaube, so lange brauchen die nicht, weil wir so unterbesetzt sind. Ja, die sind ja jetzt schon wieder am Überlegen, aber jetzt wird kein Politiker zugeben, das war Blödsinn. Keiner, wetten. Nee, im Moment gibt's auch keiner zu, aber ganz ehrlich, die waren doof, dass sie es abgeschafft haben. Fand ich auch. Also es hat keinen geschadet. Nee. Und vor allen Dingen die Wehrpflichtigen, die haben es ja wirklich leicht. Ja. Ich fand die 9 Monate sogar zu wenig. Also ein Jahr wäre schon okay. Wirklich wie so ein soziales Jahr, weil du brauchst ja schon, bis die eingekleidet sind und so weiter. Das Problem ist ja eben, die Wehrpflicht, die war 9 Monate. Mhm. Und der soziale Dienst, der war 12 Monate, glaube ich. Ja, der sollte ja so ein bisschen als, ja, ich sage jetzt mal Strafe dienen. Ob es politisch korrekt ausgedrückt ist, weiß ich nicht, aber als Ersatz... Als Ersatzdienst, aber ich fand es dann ungerecht, dass sie den halt dann auch auf beziehungsweise den Wehrdienst so weit runtergesetzt hatten. Das fand ich nicht korrekt. Weil es gibt Menschen, die wollen halt nicht zum Bund und die machen dann lieber den Sozialdienst, was ich in Ordnung finde. Aber dann sollte man denen auch die gleiche Dienstzeit also geben, ne? Und ich glaube auch die ganzen, dadurch ist ja auch der soziale Dienst weggefallen. Und das fehlt natürlich den Krankenhäusern und Altenheimen und so alles, ne? Ja, jetzt gibt es natürlich dieses freiwillige soziales Jahr, aber da wird es wahrscheinlich nicht die Masse an Leuten geben wie vorher. Nein, das ist nicht die Masse. Ich finde es schade, weil die Leute einfach eben gebraucht werden, ne? Ja. Richtig. So, stehen wir jetzt hier? Boah, mein Drescher noch nicht voll. Ach, ich hatte das Feld ja nicht gedüngt, deswegen ist er noch nicht voll. Ja. Aber ich muss ja hier auch auf dem Feld weitermachen, also das ist eine langweilige Folge im Moment. Zumindest für meine Zuschauer. Ja, ich kann zumindest jetzt schon mal auf Flügen übergehen, Schwadern übergehen. Ein Fortschritt. Ja. Na, Fortschritt habe ich nicht, ich habe Krone. Aber. Ja, das war ein Wortspiel. So. Genau, hier ist er. Mal rein. Kommt der normale Helfer klar? Bestimmt. Ja, sieht so aus. Aber beim nächsten Mal habe ich mehr drauf an keiner Mais auf dem Feld. Definitiv. Ja, du hast ja gar nichts, ne? Weder Düngen noch. Ne, bei dem Feld habe ich das irgendwie vergessen. So. Beziehungsweise, das war ja schon angesehen, wie ich das gekauft hatte, ne? Naja, deswegen. Und ein Stück gewachsen war es auch schon. Und wenn du keine Pflegebereifung hast, fährst du ja ungern durch. Das stimmt. Das kann ich nachvollziehen. So, jetzt schauen wir mal, wo wir unseren Schwader finden. Der Drescher hätte mir auch mal anrufen können, dass er steht und abgeladen werden will.
Ich habe auch keine Nachricht unten, aber oben ist rot, ja. Ich habe gar keine Nachricht, weil ich gar kein Overlay anhab. Ach so. Der hat noch nicht mal das Rohr ausgefahren, was ist denn da los? Ja, wahrscheinlich vom Neustart, auf den Server kommen, dass es... Ach doch. Dass du den Helfer wieder einschalten musst erst. Nee, Haar nee, passt schon, hat er an. Okay. So. So, jetzt werde ich aber mal eben den Körner mal abernten, bevor der hier weiterfährt. Den ich da vorne habe stehen lassen, beziehungsweise der Helfer. Weil dann kann ich da nämlich langfliegen. Dann ist er nicht mehr im Weg. So, let's starting now. All systems ready. Ja, da sieht nach einer schönen Bahn aus hier. So. Blechgamerin, wir schwadern. Juhu. Er darf mal was anderes machen. Ausmachen. Anmachen. Das sieht gut aus, der Ertrag. Und jetzt fährt der Drescher wieder. Liebe Leute, merkt euch das. Wenn ihr den Helfer entlasst, dann macht den Drescher aus, sonst wird's nichts. Oh, da habe ich aber ein ganz schönes Stück stehen lassen. Dann muss ich mal vorwärts fahren anstatt rückwärts, sonst brauche ich zu lange. Schön. Was mir gerade noch einfällt, ich muss meine ETS-2-Folge noch hochladen. Okay. Spielst du Single oder Multiplayer? Single. Ich kann im Single nur auf meinem anderen Spielstand nicht weiterspielen, auf Pro Mods, weil ich die Public Beta runtergeladen habe. Okay. Da geht das nicht, ist nicht kompatibel. Okay. Ja, ich warte aufs DLC vom Fernbus-Simulator. Bundesliga, das DLC, da bin ich gespannt drauf. Ja, den habe ich ja nicht. Okay. Den fahre ich nicht. Ich habe damals den Bus-Simulator 16? Ja, Bus-Simulator 16 habe ich mal gehabt. Oder ja, den habe ich auch noch, aber ist was anderes. Vor allem ja. Das Kasse bedienen, das kann man ja zum Glück jetzt ausschalten im Option. Aber Fernbus-Simulator ist halt Flixbus, ne? Und dann. Naja. Ganz nice eigentlich. Wie gesagt, da soll jetzt ein DLC kommen, dass man für einen Bundesliga-Verein fährt. Und dann muss man halt Hotel und sowas alles aussuchen und so. Und wenn das Hotel zu günstig ist, dann freut sich Management, aber die Spieler mögen dich nicht. Und umgekehrt, wenn es zu teuer ist, mag das Management dich nicht und die Spieler sind zufrieden. Also musst du ein Mittelmaß finden. Ja. Ist ja so. Bei allem so, ne? Ja. Hast du heute schon das erste Gameplay gesehen von dem LS19? Nee. Wer hat das? Der Kollege Garderol hat das rausgebracht. Ach, von Ingame-Bilder. Nein, den mag ich nicht. Ja, ich mag ihn auch nicht wirklich, aber... Da gucke ich nicht. Er ist ja nicht vor Ort. Er hat ja nur das Video rausgebracht und geschnitten. Okay. Ja, heute war ja schon der erste Tag für die inoffiziell für die Fachbesucher. Ja. Bin mal gespannt, wann Burning Gamers was rausbringen. Die sind ja auch vor Ort als Fachbesucher. Ja, ich denke mal heute Abend. Die wohnen ja nicht weit, die wohnen ja in Düsseldorf. Ja, eine zumindest. Ja, der Boxe ist vor Ort, ne? Der Werner nicht. Ach so. Der Werner kann ich aus beruflichen Gründen. Und vor allen Dingen ist das für den ja wohl mal eine ganz schöne Anreise aus Österreich, ne? Wer Werner? Mhm. Okay. Aber der andere vom Burning Game, ist das Burning Game, was ich jetzt meine? Ich meine, das Burning Game, der kam aus Düsseldorf, meine ich. Ja, das meine ich auch, dass einer da wegkommt. Naja. Nee, überall woanders würde ich auch gucken. Also ich gucke ja auch bei beim McManus und so, schaue ich ja auch LS und so. Da habe ich ja kein Problem mit, aber den Garderol, den mag ich überhaupt nicht. Komischerweise mag den kaum einer. Ja, der hat trotzdem genügend.
Aber wie gesagt, jeder hat ja seine Geschmacksrichtung und deswegen, selbst wenn man der Hundertste ist, der irgendwas rausbringt, klar wird man vielleicht nicht die Masse an Abos bekommen, aber man wird trotzdem Leute haben, die es mögen und die die Art mögen, wie man es halt rausbringt. Genau. Und von daher nie unterbringen lassen, das ist mit allem so im Leben, nicht nur bei YouTube. Ja, wobei YouTube schon ziemlich schwierig geworden ist. Ja. Nein, aber auch wenn du eine Kneipe machen willst oder was weiß ich, du willst im Leben irgendwas machen, was andere schon machen, dann, dann sollte man es auch tun. Warum klappe ich denn zusammen? Ich wollte es doch mal ausschalten. Vor allen Dingen immer an sich glauben. Richtig. Dann passt das schon. Wenn man natürlich vorher schon sagt, ach, das kann, wird nicht gut gehen, dann soll man es lassen. Ja. Aber wenn man was machen will, dann durchziehen. Ist meine Erfahrung jetzt und da sollte man sich auch nicht von anderen mit reinreden lassen. Meine Erfahrung ist es ja auch, also von daher passt schon. So. Warum hat er hier hinten so viel stehen lassen und ist zurückgefahren? Und warum werden wir in der nächsten Folge hoffentlich klären. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und natürlich schreibt weiterhin Kritik unserer Videos. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.